Dann legen wir los. Unser nächster Neuzugang fürs Tor geholt ist bereits bekannt, unser Andreas Naumann, unsere neue Nummer 1. Herzlich willkommen beim 1. FC Lok. Ja, vielen, vielen Dank. Freue mich ganz sehr hier zu sein. Wurde gut aufgenommen und es ist für mich eine große Ehre, Teil des Vereins zu sein. Wir freuen uns auch. Du bist aus Eilenburg gekommen, warst 7 Jahre in Eilenburg. Da fällt dir der Wechsel nach Leipzig wahrscheinlich leicht. Du bist ja hier sicherlich in der Region schon verwurzelt. Ist es da für dich als erfahrener Spieler einfacher, in der Mannschaft aufgenommen zu werden und so ein bisschen die Vorbereitung anzugehen? Ist das als Torhüter generell einfacher? Ich fand es tatsächlich nicht einfacher. Also erstes Mal, ich wohne seit 9 Jahren oder 10 Jahren jetzt in Leipzig, habe mein Studium auch hier verbracht, deswegen bin ich eigentlich Leipziger. Deswegen hat sich meine Fahrzeit extrem verkürzt. Der Wechsel war trotzdem nach 7 Jahren nicht ganz so einfach, weil mir ja schon der Verein Eilenburg auch ins Herz gewachsen ist, was glaube ich selbstverständlich ist. Aber war auch mit, also der Wechsel war auch mit großer Vorfreude verbunden. Und als ich hier ankam, war es dann doch viele neue Gesichter. Und mir fiel es dann leicht trotzdem, dass ich mit Sieb jemanden hatte, den ich auch früher aus dem Landesauswaschen kannte. Oder Jamal, der in der Gegend wohnt gleich, den ab und zu am Bäcker getroffen habe. Deswegen war die Ankunft ganz gut. Und trotzdem war die Umstellung für mich natürlich doch eine große, weil in Eilenburg war es dann trotzdem Training abends, was wir hatten. Und auf einmal sind wir halt hier im Training 10 Uhr, 15 Uhr. Deswegen musste auch der Biorhythmus sich erstmal umstellen. Das hat ganz gut geklappt mittlerweile. Und freue mich ganz sehr, hier zu sein jetzt. Du hast aber, das darf ich glaube ich verraten, noch einen anderen Job nebenbei oder eher hauptamtlich, einen richtigen Beruf noch. Das ist selten geworden im Bereich des Profifußballs. Wird dich das im Laufe der Saison, in der Trainingswoche speziell, wird dich das beeinträchtigen oder lässt sich das gut arrangieren? Wie ist das mit den Trainern abgesprochen? Das war, bevor überhaupt der Wechsel zustande kam, ein ganz großer Punkt, was mit den Trainern, was mit Toni und auch mit meiner Schule dann besprochen werden musste, bevor es überhaupt dazu irgendeinem Wechsel kommt. Weil ich wollte halt nicht, dass es so eine halbe Sache wird und man sagt, naja, es klappt vielleicht oder es klappt vielleicht nicht, sondern es sollte schon fest sein. Und das soll auch so sein, dass die Trainingszeiten halt auch immer möglich sind oder zu 99% möglich sind. Das war mir ganz wichtig, dass es halt für alle Seiten Sinn ergibt. Und deswegen bin ich da auch ganz froh drüber, dass sowohl vom Verein als auch von meiner Schulleitungsseite aus das okay dafür kam, um die Leidenschaft hier nachzugehen und dann halt einfach der Stundenplan so hoffentlich gemacht wird, dass es halt auch passt, also zumindest ist es so abgesprochen, genauso dass die Trainingszeiten dort eigentlich nicht beeinträchtigt sind. Das klingt ja gut. Dann kann ich dich eigentlich, ja, wenn das geklärt ist, ja nur fragen, was hast du so für Erwartungen für dich speziell an die Saison, speziell erstmal an die Hinrunde? Wie denkst du, kommen wir hier gut rein in die Runde? Und speziell als Torhüter hast du ja bestimmt auch verfolgt, es geht für Lok darum, weniger Gegentore zu kassieren als in der Saison davor. Wie schätzt du das ein? Also ganz persönlich freue ich mich darauf, erstmal die Fans nicht gegen mich zu haben, sondern die Stimmung als Aktiver mitzuerleben, wie es ist, wenn man dort auch mal knappe Spiele hat oder schwierige Spiele hat und dann die Fans trotzdem noch einen nach vorne peitschen. Darauf freue ich mich ganz sehr, weil bislang kenne ich es nur als Gastmannschaft. Und da war es schon in den einen oder anderen Spielen dann schwer. Dann ist natürlich... Ja, haben wir als Verein auch als Mannschaft auch andere Ziele als letztes Jahr. Also ich glaube, letzte Saison war nicht erfolgreich, auch nicht so, dass man das damit zufrieden sein kann als Lok Leipzig. Und das soll es dieses Jahr trotzdem ein Stück vorwärts gehen. Wo dann die Reise ganz genau hingeht, das wird, glaube ich, noch konkretisiert. Und dann ist, wenn du sagst, Gegentore, natürlich wollen wir weniger Gegentore haben, aber das... Glaube ich, ist eine Kombination auch, dass man einfach eine bessere Saison spielt. Dass man mehr Punkte holt, mehr Tore schießt, die Fans noch mehr abholt, das Potenzial, was in dem Verein steckt, einfach noch mehr weckt und dann einfach ja, eine wesentlich erfolgreichere Saison spielt als letztes Jahr. Und speziell jetzt mal auf die Abwehrkette, sagen wir mal, die man so als Torhüter vor sich hat, die Kommunikation, wie stellst du dir das vor? Wird das von dir alles ein bisschen mit beeinflusst oder gibt es der Trainer vor, wie da zum Beispiel bei einer Ecke der Pfosten gedeckt wird oder wie sich bei Flanken die Jungs verhalten sollen? Hast du ein Mitspracherecht oder macht das alles der Trainer? Ich glaube, das ist eine Kombination aus beiden. Also ich kann es nicht beurteilen, wie es jetzt letztes Jahr hier war.
ich denke, es ist halt wirklich die Absprache ist zwischen Trainer, Abwehrkette, Torhüter, wie man sich am wohlsten fühlt. Klar werden auch Dinge vorgegeben, aber auch Trainer ist ja immer offen zu kommunizieren, was kann man verändern, wo sind vielleicht Verbesserungspotenziale da. Und im Endeffekt geht es ja für alle Seiten nur darum, Erfolg zu haben. Und das steht über allen. Und lieber gewinne ich ein Spiel 1-0, da ist ein Spiel super schön 4-4 zu spielen, keine Ahnung. Dann ist mir so ein dreckiges 1-0 lieber, wenn dann die 0 hinten steht. Und ja, wie gesagt, da geht es einfach darum, die bestmögliche Strategie zu entwickeln. Und das ist dann klar vorgegeben ein Stück weit, aber halt auch in Absprache da. Und ich denke, da sind auch alle Seiten offen. Und wie gesagt, wir wollen alle nur dann den Erfolg haben am Ende. Okay, dann wünschen wir dir das Beste für die Saison und heute natürlich einen schönen Auftakt mehr mit unseren Fans beim Autogramme schreiben. Wünsche ich dir viel Spaß. Wird sicherlich eine Weile dauern. Ja, das hoffe ich, dass es eine Weile dauert, dass viele kommen. Das sieht jetzt schon einige, die da an der Kasse anstehen, die warten. Ich freue mich ganz sehr darauf, auch dann so ein paar Gesichter zu sehen, mal sich vorzustellen. Und einfach, ich finde es eine tolle Sache, dass die so ein Familienfest, die Fans eingeladen werden und auch den Verbund dann zum Verein so geschaffen wird. Weil, wie schon gesagt, ich glaube, in dem Verein steckt großes Potenzial und das muss geweckt werden, das Fans ein ganz klarer Teil davon. Wunderbares Schlusswort. Dankeschön, Andreas Naumann.